Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession bei Subsistence. So, ich habe eben nochmal schnell die ganzen Kommentare durchgelesen, beziehungsweise nochmal nachgelesen, an was ich jetzt besonders denken muss. Und habe nochmal gecheckt, welche Sachen ich tatsächlich machen kann. Ich habe nochmal geguckt, was kostet denn jetzt der Reflexbogen, um mir den jetzt bauen zu können. Aber es ist natürlich richtig teuer, ne? Wir haben jetzt aktuell drei Waffenteile. Mehr habe ich leider noch nicht. Deswegen kann ich weder das machen, noch kann ich großartig irgendwelche Aufwertungen machen. Wenn ich jetzt sage, okay, wir machen die Shotgun. Das würde funktionieren. Wir könnten mit den Waffenteilen und elektrische Bauteile, das Seil kriegen wir auch hin, weil wir haben noch ein paar von diesen Sehnen. Zwei Eisenbahnen, glaube ich, kriegen wir hier auch gebastelt. Haben wir das hier alles? Müssen wir einfach durchziehen, ne? Könnten wir tatsächlich in dieser Aufnahmesession wenigstens die Shotgun einmal aufwerten? Jetzt die Frage, machen wir das jetzt? Oder, oh Gott, ja, für ihn hier wäre das gar nicht so verkehrt, ne? Oder warte ich da noch ein bisschen? Ich habe jetzt hier noch eben Holz reingemacht. Wir brauchen noch ein Hühnchen, um unseren Kleintierstall zu bestücken. Das ist auch sehr, sehr teuer, das aufzuwerten. Dafür brauchen wir sehr viel Klebstoff. Klebstoff ist sehr teuer, brauche immer dreimal Geweih. Ich habe sechs. Das heißt, ich kann zweimal Klebstoff herstellen. Aber irgendwer hatte noch geschrieben, dass das denn zwei Klebstoff sind, oder? Wenn man einmal macht. Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, dann möchte ich gerne dieses Teil hier aufwerten. Das müssen wir halt auch nochmal machen, dass wir hier zwei Slots haben und verschiedene Sachen machen können. Ich brauche unbedingt einen Dietrich, habe aber kein. Ich muss, nee, wir müssen. Leute, wir müssen Dietrich bauen. Ich kann nicht loslaufen ohne Dietrich. Geht gar nicht. Wir müssen jetzt einen Dietrich mitnehmen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt hier Strom reinballern. Let's go. Dass wir ein bisschen über 500 sind. Dann bauen wir uns den Dietrich. Weil vorher kann ich hier, brauche ich hier nicht loslaufen. Denn wir brauchen nach wie vor, es hat ja die Prio 1 immer noch die Baumwolle. Jetzt fängt das Scheißwetter wieder an. Oh Mann. Ja. Die Baumwolle, ne? Wenn ihr versteht, ich brauche eine Jacke. Mir fehlen noch drei oder so. Brauchen wir Eisenfragmente? 18 Stück. Habe 22. Was brauchen wir noch? Zwei Bretter und das hier. Ne? Bretter und das hier. Okay. Dann baller ich jetzt kurz hoch. Das dauert jetzt eine Weile. Ich glaube, ich verpulver gerade den Tag. Da haben wir den Kackbären. Vielleicht haben wir irgendwo noch ein Hühnchen. Das wäre halt nice. Ich lasse den mal kurz arbeiten. Safe mal zwischen. Und hoffe, dass ich noch. Oh, guck mal, hier sind ein paar Kisten. Die nehmen wir mal kurz mit. Alles Kacke, keine Baumwollsaat. Geht das wieder los, ne, Leute? Jetzt geht sie euch wieder auf den Brenner mit ihrer Baumwolle. Aber ich will die Jacke haben. Sonst brauchen wir nicht in den Winter gehen. Dann können wir den Winter schön gepflegt aussetzen. Dann will ich einfach überspringen. Herrlich. Das Wetter ein bisschen laut gerade. Mir ist so, wenn ich so auf die Ausschläge gucke. So, haben wir denn irgendwo ein Huhn? Vielleicht. Hühnchen. Was ich nur kurz anschieße und was wir dann mitnehmen können und da in den Kleintierstall reinballern. Das wäre halt zauberhaft, Leute. Ich darf aber nicht zu weit weglaufen wegen des Stroms. Also der Reflexbogen wird mich, der interessiert mich auch sehr. Hä? Aber der ist sehr teuer. Gut. Oben ist auch ein Bär. Okay, ich laufe mal wieder zurück. Möglichst rechts rum. Gut, vielleicht haben wir ja gerade was gefangen in unserer Falle. Das kann ja auch sein.
So, ich muss mal kurz gucken. Erste Aufnahme in der Session. Was ist denn hier oben drauf? Wieso wächst hier was auf dem... Was? Hier oben, über meiner Base, auf dem Stein, wächst Baumwolle? Was? Ich habe gerade Baumwolle gefunden, Leute. Juhu! Reicht trotzdem nicht. Aber egal, wir haben Baumwolle gefunden. Und zumindest eine einzige Baumwolle. Es wäre besser gewesen, wenn Samen gewesen wären. Aber gut. Wie weit sind wir? Okay, ich stoppe. Ich stoppe. Aus. So. Wir machen uns jetzt einen Dietrich. Let's go. Wir haben noch ein bisschen Strom drin für den Kühlschrank. Alles gut. Hä, wir haben Baumwolle gefunden. Wie irre ist das denn jetzt gerade? So, warte, ich packe die mal kurz hier auf unseren Stack. Das heißt, warte, kurz. Jacke. Drei kommen. Haben wir noch einmal Baumwolle drin? Ne? Ich bin gerade nicht sicher. Das hatten wir. Schon fertig, ne? Hatten wir doch. Hatten wir schon fertig, genau. Leder oder Stoff ist kein Problem. Die Dinge haben wir auch schon fertig. Vier Stück. Wir brauchen noch 6-mal Baumwolle. Ich muss hier nochmal gucken. Hatten wir oben noch welche oder habe ich die jetzt geerntet? Da hinten. Da könnten 3 rauskommen. Dann fehlt uns immer noch eine Baumwolle, richtig? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Es wird funktionieren. Wir brauchen Holz. Ich habe festgestellt, wir haben nur noch wenig Holz. Das lasse ich drin. So, okay. Wir haben den Dietrich. Den nehmen wir mit. Alles andere packe ich kurz weg. Kann alles weg. Das kann weg. Das kann weg. Das. Das nehme ich mit oder esse ich am besten gleich. Das kommt auch hier rein. Und wir haben jetzt den. Das ist sehr, sehr cool. Dann lasst uns mal noch die Zeit nutzen, die ja noch Tag ist. Und dann laufe ich nochmal los. So, und als nächstes möchte ich ein Beet machen. Das habe ich auch aufgeschrieben, dass wir noch mehr Beete machen. Das macht natürlich hochgradig Sinn. Denn... Guck mal, ob wir das schaffen. Denn wir haben natürlich sehr viele Samen. Da habt ihr natürlich absolut recht. Können wir natürlich noch ein paar Beete bauen. Wieso habe ich jetzt... warte mal. Ich habe die Lampe rausgenommen aus der Werkbank. Meine Shotgun habe ich auch wieder. Okay, gut. So, haben wir jetzt alles? Bin unsicher. Lauf mal in die Richtung. Eine Sache noch. Ja, mein Kopf. Ja, mir fällt gerade wieder ein, dass wir ja nochmal am hier Kleintierstall gucken wollten. Also wir wollten gucken. Siehst du? Das ist ein Hasi. So, bitteschön. Okay. Wir haben erstmal einen Hasen. Ja, ich weiß, ich soll einen Huhn da reinpacken, aber ich habe jetzt keinen Huhn. Deswegen ist jetzt der Hase da drin. So. Hier noch ein bisschen Wasser. Ich muss dringend was essen. Ich hau mir das Ding noch rein. Gut. Haben wir jetzt genug Holz hier drin? Gut. Let's go. Also. Wir laufen jetzt. Was fabriziert denn der Hase überhaupt? Macht der Dünger? Oder was macht der? Was können Hasen? Was können die denn? Können außer kacken? Was können die? Was können diese Hasen? Wir werden süß aussehen, können sie. Süß aussehen, sehr süß. Aber warte mal ganz kurz. Ich muss mal hier kurz raustappen. Der Sound ist gerade weg, weil ich das Gefühl habe, dass der Ingame-Sound zu laut ist. So, bin gleich wieder da. Jetzt bin ich wieder drinne. So, okay. Gut. So, da war ja nochmal die Idee, mal länger unterwegs zu sein. Ne? Wir haben hier unseren großen See. Hier ist ja, glaube ich, Ende Gelände. Da geht es ja nicht weiter. Hier ist Kartenende. Aber hier oben könnte man ja auch nochmal hinlaufen. Ne? So am Schneegebiet vorbei. Hier oben ist noch ein See.
Hier ist auch scheinbar noch ein richtig fettes Areal. Hier ist auch noch eine Unterwasserhöhle, dass man quasi sich dann unterwegs einfach Lagerfeuer baut und dann bleiben wir die Nacht einfach da. Also was ich halt machen würde, dann quasi einen Stopp an einem See mit Lagerfeuer und wir angeln. Wir angeln, nehmen uns halt das ganze Angelzeug mit und dann geht's los. Die Frage ist, machen wir das jetzt schon? Nee, ich bin zu spät aufgebrochen. Ne? Jetzt machen wir erstmal die nähere Gegend kurz, damit ich noch ein bisschen was looten kann vielleicht. Ein paar Kisten oder sowas. Und dann werden wir das nächste Mal, wenn es also den nächsten Tag nutzen gleich, nehmen wir uns Angelzeug mit und dann werden wir losziehen. Ach shit. Shit, shit, shit. Gut. Also mein Hauptfokus liegt jetzt erstmal an Taschen, dass ich nach Taschen Ausschau halte, um dort gegebenenfalls Baumwollsamen zu erhalten. Wir brauchen sehr viel anderes Zeug. Ich laufe mal in die Richtung. Was ich noch geil finden würde, wäre so eine Falle für größere Tiere. Also ich muss auch Holz sammeln, ne? Viel, viel Holz. So. Und nebenbei bitte gucken. Das Dumme ist, dass diese weißen Blumen quasi mein Auge desensibilisieren für Baumwolle. Versteht ihr? Aber jetzt hier sind nicht so viele von denen, das ist gut. So, mal gucken, wie oft ich denn dieses Mal dran vorbeilaufe. In der letzten Aufnahmesession hat es ja wieder sehr gut funktioniert. Ich habe mir dann den Timestamp angeschaut, habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, ich spinne. Das war so offensichtlich wieder. Aber wie schon gut geschrieben wurde, ja, ich laufe dann auch wirklich immer straight, ne, wenn ich mich auf irgendwas fokussiere. Das ist übrigens im Real Life auch so. Im Real Life, ich renne an allen Leuten vorbei. Das ohne Probleme. Oh. Da laufe ich immer dran vorbei und sehe links und rechts nicht, was da umherläuft. Ja, Hasi, komm, ich lass dich in Ruhe. Ich hole mal noch ein bisschen Holz. Hauptfokus Holz, damit wir genug Holz in der Hütte haben. So, okay, dann machen wir das so. Nach der nächsten Nacht nehmen wir den Angelzeug mit. Haben wir ein bisschen was von, bereiten das vor. Dietrich habe ich. Ich mache aber noch ein Beet. Das machen wir noch nachher. Fertig. Sobald wir genug Energie haben. Joa. So, mal gucken, was der Hase abwirft. Wahrscheinlich gar nichts. In unserem kleinen Tierstall. Hühner werden ja dann oder würden ja dann eher Eier geben. Vermutlich. Oder wurde ja auch geschrieben. So. Es wäre so nice, wenn wir jetzt noch Baumwolle finden würden. Einfach mal zwischendurch stehen bleiben und nochmal genau gucken, wa?
So. Was ist ja, heute ist ja Montag bei euch. Heute ist ja Montag bei euch. Das heißt, diese Woche werde ich noch Montag bis Freitag Subsistence machen. Dann stelle ich wieder ein bisschen was um. Deswegen habe ich das auch mit dem Upload-Plan ins Leben gerufen, weil das aktuell so ein Chaos bei mir ist und ich halt so viele Sachen machen möchte, so viele Spiele spielen möchte, aber einfach viel zu wenig Zeit habe. Und jetzt fängt auch noch der Frühling an, sodass auch die Gartensaison wieder beginnt und ich noch weniger Zeit habe. Deswegen stelle ich wieder um, um möglichst viel, was ich machen möchte, unterzubringen. Chaos. Das bedeutet, also Subsistence bleibt natürlich, aber da kommt noch was dazu. Machen wir wieder so eine abwechselnde Runde. Kommt noch ein Spiel dazu, was mir auch empfohlen wurde. Da ist eine Kiste, aber da ist auch ein Hund und ich hasse alles, weil ich mich da jetzt gerade nicht hintraue. Bitte geh einfach weiter. So. Oh, da ist noch Erz. Erz, Erz, Erz. Mitnehmen. Wir müssen auch bald eine neue Hacke machen. Ja, cool. Ich habe keine Kletter... Ich habe kein Kletterwerkzeug. Warte. Ah. Ja. Sehr gut. Und hier? Mann. Ja, okay, cool. So, wo ist der Hund? Dort. Wie viel Holz habe ich? Zu wenig. Okay, wir machen jetzt die ganzen Bäume hier noch weg. Und dann geht's weiter. Dann hoffe ich, dass schon genug Energie da ist für... Oh, da vorne steht auch noch was rum. Da ist aber auch noch ein Wolf. Für unser Beet. Okay, ich gehe nochmal... Ach nee, auf der Seite, wo der Bär an unserem Haus ist, war ja sonst auch schon mal Baumwolle. Da würde ich jetzt nochmal langlaufen, könnte aber kritisch werden. Da vorne ist noch eine Kiste. Da ist ein Elch. Hm. Weiß nicht, was die Elche für eine Range haben. Ich speichere mal zwischen. Hühnchen? Ja, schon weg. Okay. So. Ich will Baumwolle. Eine Samen. Ein Samen wäre echt nice. So. Ich könnte aber auch einfach so tun, als wenn wir die gar nicht brauchen, ne? Also wenn ich jetzt sage, so scheiß auf Baumwolle, brauchen wir eh nicht. Quatsch, Winter, wer braucht schon eine Jacke? Ich meine, hallo, dann bleiben wir halt 30 Tage da in der Bude drinne, decken uns vorher mit Fleisch ein und so. Scheiß auf Baumwolle. Niemand braucht Baumwolle. Warum? Wozu, ja? Also das lassen wir einfach. Wehe, liebes Spiel, du gibst mir jetzt irgendwo Baumwolle. Wenn das nämlich jetzt passiert, dann mache ich einen Rage-Quit. Wo denn?
Hä? Das war der Bär, der bei uns war, ne? Ach, Mist. ...78 von 80. Der wurde angeknabbert. Tasche. Ich sehe die Taschen heute sehr schlecht, muss ich sagen. Die gehen ganz schön unter. Na gut. Ein paar Bäume wären noch nice. Kam ich von da? Wo bin ich denn? Nee. Jetzt hier eine Runde. Warte mal, hier war da eben. Habe ich das gerade eingesammelt? Nee, da steht's. Oh Mann, oh Mann. Ja. Das hat sehr viel gebracht. Auf jeden Fall wird es noch etwas Abwechslung geben im Upload-Plan. Ich bin auch immer am Überlegen, ob ich überhaupt mit Cam machen soll. Ist das eigentlich, ist das wichtig hier bei Subsistence, dass die Kamera an ist? Dass ihr immer meine Mimik seht, meine Entgleisungen, wenn ich wieder irgendeinen Quatsch gemacht habe? Oder ist das egal? Kann man auch, ist das auch okay so ohne Cam? Was sagt ihr? Warte mal, ich bin da noch ein bisschen was mit hier. Ja, das hat richtig gut geklappt, weil gerade dann hat sich dieses dusselige Huhn bewegt. Und jetzt finde ich hier natürlich mein Pfeil nicht wieder, ne? Schon klar. Kacke. Aha. Wo sind wir? Okay, ich lauf mal weiter in diese Richtung, damit wir pünktlich zu Hause sind. Wenn noch nicht genug Energie da ist, werde ich nachhelfen. Dann werden wir so ein bisschen nachhelfen. Damit wir das Beet bauen können. Ich habe noch zwei Seedlings. Die habe ich aber diesmal in die Kiste gepackt. Damit ich damit nicht durch die Gegend laufe und mein Inventar vollmühle. So, auf keinen Fall möchte ich Baumwolle finden. Das ist das Letzte, was ich finden möchte. Baumwolle. Alles andere, Leute. Alles andere, aber scheiß auf Baumwolle. Brauche ich nicht. Ne? Keine Baumwolle. Wehe. Wehe, hier kommt Baumwolle. Das Spiel auf mich. Hör auf mich zu hören, Spiel. Was
Das lebt noch. Mist. Nehm's mal mit. Aber es lebt. Ich glaube, es lebt nicht besonders lange, wenn wir das abgeschossen haben. Ne? Da ist der Bär. Und es wird langsam dunkel. Okay. Dann nehmen wir jetzt noch ein paar Bäume mit. Haben wir 95? Okay. So. Wir haben auf beiden Seiten einen Bären. Hä? Hä? Soll ich mich rollen? Oh mein Gott. Oha. Gut. Wir sind zu Hause. Ich habe nichts mehr im Magen. Wir essen mal einen Riegel und wir essen einen Apfel. Dann hauen wir jetzt hier die Dinge einmal in den Ofen rein. So, ich esse noch ein Möhrchen. Okay, und hauen wir noch einen Proteinriegel rein. Und noch fünf diese Dinger. Okay, wir warten kurz, bis das Hütchen fertig ist. Dann essen wir das auch noch. Und dann gucke ich mal, wie sieht es denn aus hier? Oh mein Gott, das dauert ja noch ewig. Ja, da müssen wir ja nachhelfen, ne? Geht nicht anders. Mach schon mal an. Brauch noch ein Beet. Jetzt. Jetzt ein Beat. Okay, ihr Lieben, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Werden dann ein Beat bauen. Vielleicht. Also, wenn ich alles habe. Und mal gucken, wie es, was wird. Dann bereiten wir uns vor für den nächsten Tag. Damit wir auf große Tour gehen können. Mit Lagerfeuer im Gepäck. Also, wir bauen uns ein Lagerfeuer. Und werden dann nach oben gehen. Hier. Ich sehe nichts. Ich sehe jetzt gar nichts. Hier oben irgendwo. Da werden wir hingehen. Um dann entsprechend mal eine größere Tour zu machen. Bin sehr gespannt. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.